Darf ich schnell um eure Aufmerksamkeit bitten, wenn ihr so gut sein wollt? Also ich muss ein paar Sachen sagen. Wer das uns vermittelt hat, einen grossen Dank gilt. Mal der Claudine, das ist die Tochter von der Monika von Kühen. Sie haben dann den Kontakt gemacht zum Hans-Peter Lederach von Guggisberg Dachtechnik. Also wer jetzt vor der Weihnachten noch ein neues Dach braucht, bitte melden. Die machen das noch. Der Hans-Peter ist wirklich, hat es absolut cool gemacht mit uns. Nebst dem, dass es günstig ist, dürfen wir sagen. Aber sehr problemlos, unkonventionell. Und da sind wir wirklich sehr dankbar. Aber du darfst schon nicht vergessen, Hans-Peter, du bist die einzige Bude in der Schweiz, die eine eigene Band hat. Wir danken Daniel Perler, die sind einer aus ihrer Crew, die viel gemacht haben, viele Sachen gegeben haben. Wir danken Bato. Wir danken extrem an Krigo Bertschin. Wo ist der? Der ist dahinter, der hat die Heizstrahler zur Verfügung gestellt. Er hat übrigens mega innen ausgebaut. Wer also bis zur Weihnachten noch ein Parkett braucht, auch gerne melden. Das ist wichtiger, wenn er es genau. Nachher danken wir natürlich unseren Frauen, der Beatrice, der Monika, der Daniel, meine Tochter, der Florin. Sehr viel haben der Fila gemacht und die Kühe. Ich habe leider kein handwerkliches Talent, aber ich habe einfach die ganze Sache immer überwacht. Das Wichtigste. Nachher kommen wir noch schnell zum Jubiläum. Der Phil und ich haben dieses Jahr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Wir haben im April 1968 bei der Sek Schwabgut an seinem Abschluss gespielt, wo er ist aus der Schule gekommen. Ich bin nicht in Schwabgut, wo ich bin. Ab 6 Uhr in Gimmer Kirchenfeld schon. Und dann ja gut, das ist eine Sache für sich. Nächstes Jahr haben wir 50 Jahre mit dem Kühlen. Mit den Livings. Am 21. Juni 1969 haben wir das erste Mal mit drei zusammen gespielt. Dann geht es weiter, aber 20 Jahre. Haben wir mit dem Mario. Der ist auch noch unseren Rundskonzert dabei. Er ist aber nicht weder auf der Webseite aufgeführt, noch sind wir bei ihm aufgeführt, weil es hat juristische Gründe. Und wegen dem Management können wir das irgendwie nicht. 18 Jahre ist der Sozi dabei, ganz rechts von mir. Der beste 10 Jahre bei der Runds. Und der Marc, der ist wieder der allen Ort und zu jeder Band, wo er kommt, ist er immer der Jüngste. Und immer 4 Monate. Nein, bei uns ist es jetzt eben schon 2 Jahre. Nachher möchte ich noch schnell einen speziellen Dank nehmen. Von wichtigen Freunden, das ist der eine, ist der Werno Christen, der da ist, von Leibsand. Die sind wirklich führend Beschallung von grossen Konzerten Open Air zu haben. Am Freitag eine riesen Produktion im Hallenstadion. Was sie machen mit dem Ausverkauft, mit dem Traufer nächste Freitag. Und dann haben wir Röfen Feller, unserem Webmaster, der immer alles macht. Im Shampoo mit Rockcruise. Das ist lustig, für den Shampoo haben wir so viel gespielt. Wir haben gespielt in Formentera, in Ibiza und sogar am Löbeck. Das ist kein Witz. Aber René Mettert ist unsere Inspiration. Er ist profund Kenner von Rock und Blues, wo wir viel lernen können. Natürlich der Markus Bommer und Hugo Schmidt. Die Hauptsponsoren von Weisno, die sonst Musik und Bands in sehr grosser Weise unterstützen. Am Schluss kommen noch die Fans, die haben jetzt einfach zweimal rausgepickt, aber das beide heissen Yvonne Cheppet und Yvonne Klein. Die waren von Anfang an dabei, gewesen. Wir haben mit ihnen Schönes, aber auch Trauriges erlebt. Und wir haben gedacht, ja, mit dem Film geschaut, dass sie für die restlichen Rundskonzerte und weisst noch, immer gratis Eintritt haben. Und es kann sein, dass wir noch 10 Jahre spielen. Wenn wir noch so lange spielen, sind wir nachher so alt wie jetzt der Toni Vescoli ist. Also, kann gut sein, dass wir noch ein bisschen hören. Gut, es hat ein paar Tom Petty-Fans. Ah, der Kurt, unser lieber Kurt, wollte noch etwas übergeben.
Ich kann ohne Mikrofon, ich kann nicht reden, also er singt. Ja. Ich möchte der Claudine, meine Tochter, im Namen von der Roots herzlich danken, dass sie das vermittelt hat. Und wir haben da hier ein kleines Präsenzli überreicht. Ja. Von der ganzen Lösung. Gerne. Es ist schön, seit ihr auch gekommen, wir haben die Liste zuerst, wo jeder seine Leute gebracht hat, haben wir 1800 gehabt. Und das haben wir jetzt einfach abgebrochen auf 50. Und ihr seid die absolut wichtigste. Und der erste Song ist von Tom Petty, Listen to Her Heart. Das ist übrigens Mario Capitano, eben, der berühmt, berüchtigt. Fällt doch nicht eine Gitarre. Ja. Sie sehen ihn dann mit uns am 8. März in der alten Mosti, das Müllenturn, wo wir dann spielen. Gut. Der nächste Song, wir spielen eben, wie gesagt, nur drei Songs. Der nächste ist auch von Tom Petty. Er ist aber von John Mayer. Die Version ist Free Falling. It's a
free. Schon zum letzten, oder könnt ihr wieder weiter trinken, essen, reden. Und der Song ist von Stephen Bruton und heisst The Train is Gone. Da geben wir jetzt noch schnell ein bisschen Schuh. He? I heard it.
machen. Führen, Fesche Mario. Mari, Solzi, dürft ihr alle nicht weiter klatschen und geht wieder rausgehen. Beste, das Leck. Zugabe! Zugabe!